Servus, Glück auf, frohe Weihnachten und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rust. Jo, zweiter Weihnachtsfeiertag sollte sein. Ja, ich wollte mal den Sonnenaufgang mitnehmen. Aber mit dem Lagerfeuer sieht es nicht ganz so schön aus, aber. Jetzt noch eben fertig machen, die letzte Dose jetzt, zack. Ist das nämlich auch schon mal weg. Was ist das denn, was ich da sehe? Ach, das ist die schon die Raketenbasis, ne? Ja, sehr nice. Also, minus 10 Grad nur. Ich habe auch mal geguckt, hier das Ding gibt dir 10%. Wenn ihr das mal mit so einer Hose vergleicht, die gibt dir 8. Das gerade mal 7, die Schuhe 3. Also, kann ich euch nur so ein Halstuch empfehlen. Ich hätte natürlich jetzt in der Nacht irgendwie Holz farmen können oder sowas, aber ich war selber nicht am Rechner. Den Schale einfach mal stehen lassen. Kacken dreist. Deswegen nehme ich jetzt hier direkt mal so einen verkippelten Baum mit. Drehe mich schön im Kreis dabei. Könnte ich natürlich jetzt auch singen, Biber Butzemann. Wer es kennt, wahrscheinlich die meisten nicht mehr von euch heutzutage. Zack. Airdroppy. Na. Schmeiß den bloß nicht hier hin, den kann ich jetzt echt nicht gebrauchen, ey. Traurig, aber wahr. Ah, da kommen die ganzen Bekloppten hier angerannt. Muss erst eine Butze stehen haben, wo wir uns um sowas kümmern können. Problem natürlich hier ist, Stoffen. Aber das Schöne ist, ihr seht, ich habe es ja hier nicht weit rüber dann. Also wo grün ist. Geht also alles. Ja, da komme ich jetzt gleich sowieso nicht dran. Ne? Ist mir aber auch nicht so wichtig. Klar, es steigert sich immer, es gibt immer einen mehr. Also 11, 12, 13 und so weiter. Gut, jetzt muss ich gleich erstmal gucken. Unsere Kisten stehen da unten einfach in der Prärie rum. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schlecht. So einen Bauschrank brauchen wir auf jeden. So, das ist ein Schlafsack. Naja, man sieht sie nicht direkt von Weitem. Aber man sieht sie schon ganz gut. Deswegen nehme ich sowas erstmal raus. Ja. Was habe ich denn? 81 Dinger. Ich könnte eine große Kiste machen. Aha. Ja, seht ihr jetzt so, 13. 15, also lohnt sich schon. Ja, so ist nicht. Nicht falsch verstehen. Aber so wie jetzt hier, dann ist das Kreuz irgendwo. Ja. Mal um. Sounds sind sehr geil geworden, muss ich sagen. Anderes Problem ist, steintechnisch ist hier auch irgendwie gar nichts zu sehen, ne? Obwohl hier schon Felsen sind und alles. Wir gucken mal hier durch. Können wir da noch ein bisschen Holz mitnehmen? Die Richtung ist auch alles flach hier. Ist das eine Base da hinten oder ist das ein Felsen? Ja, im Endeffekt auch egal. Okay, im Endeffekt nicht ganz egal, wenn da irgendwie eine fette Gruppe hockt. Aber wie gesagt, wir können eh nicht davon ausgehen, dass wir hier irgendwie eine ruhige Ecke finden. Beziehungsweise eine ruhige Ecke, die auch ein bisschen zentral ist.
So, ich bräuchte jetzt mal so 3, 4, 5 Steine. Und natürlich brauchen wir einen Bogen und ach, Leute, ihr wisst, ich habe gar nichts, ich kann mich nicht mehr wehren, ich kann hier so einen Kackspeer machen. Ja, die beiden Kisten waren mir da unten ein bisschen zu unsicher, wohl. Also irgendein Huhn oder was? Wenn ich jetzt hier einfach irgendwo Kisten hinstelle, ist auch für den Arsch. Die finde ich wahrscheinlich eh nicht wieder. Ach ja. Schwieriger Start muss ich irgendwie. Weiß ich auch nicht. Zwar bis jetzt hier ruhige Ecke, muss ich sagen. Also wirklich voran. Ich hau's jetzt wieder in die Kisten rein. Ich kann sie ändern. Also wir müssen gehen jetzt volles Risiko hier. Ja, man sieht sie nicht direkt, aber sobald sie hier ein bisschen näher dran ist. Wenn uns jetzt hier einer bei sieht, ja, der denkt sich eh, dass sie mal machen. Ich gehe ran, wenn er weg ist. Aber wie gesagt, es war ja ruhig. Schon fast zu ruhig. Siehst du schon die Schüssel am Horizont? Ja, Steine. Ich wollte jetzt mal gucken, ob hier irgendwie was nachgespawnt ist. Ansonsten müssen wir halt mal eine andere Richtung einschlagen. Und Stoff halt, ne? Also. Ich mache jetzt hier gleich mal einen Baum noch eben fix. Dann gucken wir mal, dass wir ein bisschen Stoff organisieren, dass wir uns jetzt einen Bogen machen können. So. Speermanner. Ja. Da hat doch einer Stein gehauen. Oder Fässer da oben. Ja, wenn ich wenigstens einen Bogen hätte, nur mit dem Speer. Na komm. Ja, die Kleidung hätten wir zu verlieren, das wäre natürlich schon ärgerlich. Weil dann kriegen wir hier ein paar Probleme ohne Kleidung. Ich mach die Fässer jetzt im Eimer. Vielleicht finden wir irgendwas, was wir brauchen können. So, schon mal direkt nochmal einen Speer anschmeißen. Ich meine, wir haben ein Seil gefunden, dann ist das schon nicht so schlecht. Baseballkappe. Yeah, und die erste Blaupause. Tisch. Toll. Zwei sogar. Nicht so schlecht. Zwei Dinger sogar. Könnten wir sogar eine Holzrüstung machen. Aber für die Armbrust brauchen wir ja eh. Die Werkbank. Ah, den kriege ich mit dem Speer hier nicht. Das Kackvieh, ey. Probieren, ne? Aber ich muss probieren.
Das ging ja besser wie gedacht. Hat wahrscheinlich nicht mehr viel HP gehabt, oder was? So. Zwei. 14 Stoff, 29 Leder. Oh, 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 oh. Ich weiß nicht, ganz komischer Start hier, Leute. Hast du schon ein bisschen Ressourcen? Gleich sind die Kisten alle voll mit irgendeinem Scheiß. Wir haben immer noch keine Butze stehen. Da muss ich echt sagen, gleich muss ich komplett aus Holz bauen, oder was? Das habe ich auch noch nicht gehabt. Aber es sieht echt so aus, ey. Gut. Da wir eh all in sind. Also hier stehen sie auf jeden Fall ein bisschen besser wie davor, ne? Ach, du ahnst das nicht. Die siehst ja direkt. Brauch einen Hammer. Ich kann das ja doch aufheben. Ja, hier ist definitiv besser. Da ist eigentlich auch nicht so die... große Gefahr, dass da unbedingt jemand lang rennt hier, ne? Ich mache eine dritte dazwischen, vernünftig. Ja, die ist natürlich auch ein bisschen, aber... wahrscheinlich ja noch ein bisschen dauern kann. Bis wir mal soweit sind. Ich nehme die jetzt auch hier weg. Hier die Ressourcen rein, weil die siehst du ja gar nicht. Das reichen aber erstmal 1000. Gut. Sollten wir uns merken können. Alles klar, haben wir das schon mal geklärt. Ist ja schon mal nicht so unwichtig. So, jetzt gucken wir mal, dass wir hier ein paar Steine finden. Ja, sonst muss ich halt echt aus Holz bauen. Erstmal. Hier wäre auch ein geiler Bauplatz, oder? Ist das an, ey? Da liege ich genug rum, aber alles keine Steine. Das sieht alles nach Eisen aus, aber wir gehen mal gucken, komm. Gehen wir ein bisschen näher ran. Da ist auf jeden Fall eine Höhle. Da sehe ich schon, da oben steht ein Fass. Ja, es verleitet schon wieder, ne? Zu einer Höhlen-Session hier. Zumindest als Solo-Spieler. Eine Vierer-Foundation da unten erstmal rein.
Nice. Ach, das ist noch ein Stein. Na, da wäre es natürlich erstmal safe, ne? Also unten in der Höhle. Aber hier ist echt. Tote Hose. Basentechnisch. Das ist ein Sofurstein. Ach, da hinten sieht es. Naja, gut, da ist ja auch dann schon wieder totes Gebiet, ne? Da sind nur die beiden Queries. Aber vielleicht haben das die meisten Gruppen noch nicht gerafft, oder was? Also, wie ich es verstanden habe, kannst du keine Queries selber mehr bauen. Oder selber mehr setzen. Gut, ich hole mal kurz die 2000 Steine, sollten es ja eigentlich sein, in die Kiste. Wenn ich sie dann finde. Oh Mann, das geht schon mal los, ey. Darfst du sagen, da sind sie. Mann, 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 Mann. Na komm, Papi. Ach, diese Geräusche immer jetzt neuerdings. Ja, ihr seht, ne? Ich habe jetzt keine Ahnung, wie viele Leute jetzt aktuell drauf sehen. Ich denke aber mal, es ist eher mehr wie weniger geworden. Da sind doch die. Habe ich doch vorhin schon gesehen, die beiden. Kennst du so schlecht? Sieht aus wie Metall, ne? Ah komm, scheiß drauf. Ich nehme sie mit. Dann sind sie weg. Also hier scheinen ja doch ein paar zu spawnen. Ist ja auch nicht so, dass wir es nicht brauchen werden. Es geht mir nur halt jetzt erstmal darum, dass erstmal eine Butze irgendwie stehen haben. Aber wie gesagt. Nice. Wie gesagt, eine Holzbutze, ja. Bin ich gar nicht der Typ von. Schon gar nicht jetzt irgendwie. Nach der Zeit, wie lange der Server schon existiert, ne? Boah, hier ist so geil, das ist so geiles Bauplatz. Gedöns hier. Das kommt uns natürlich auch gelegen. Die nehmen wir auch mal mit. Krasse scheiß Propantanks. Boah, guck mal, wie viele Fässer hier stehen. Hammer, Leute. Ich sehe schon, komm, gleich kommt der eine aus der Höhle geschossen. Nee, da haben wir schon. Ja, warum nicht? Gehen wir die nur an? Ja. Das ist schön, sei das gut. Läuft bei uns. Schon zwei Blaupausen drin, Tos hier. Das sieht nach einem großen Höhlenkomplex aus hier, muss ich sagen. Ach ja, guck mal, sogar mit richtigen hier. Da steht sogar eine Kiste, ey. Bin gespannt. Habe ich auch noch nicht gehabt, so eine Höhle. Ich hab nix. Ah, oh, sehr, sehr geil. Gib mir hier auch noch ein bisschen. Das ist natürlich auch nicht schlecht.
Saft. Was ist das denn? Hier ist doch nichts. Da reicht leider unser Sprit nicht, den wir haben. Aber ist ja eine geile Höhle. Ist ja mal was ganz anderes. Alter, dein Ernst? Guck mal. Junge, Junge, Junge. Da sind wir gekommen, oder was, ne? Das war's schon hier unten. Ja, die beiden Steine mal liegen lassen, da geht's weiter. Okay, ich hoffe noch auf eine Kiste, dass wir noch mal ein bisschen Sprit kriegen für Licht. Ach, du ahnst es nicht. Und werden wir nie wieder rausfinden. Hätten wir wenn. Boah, guck mal, wie hoch du hier bauen kannst. Du ahnst es nicht, was ist das denn bitte für eine Höhle? Oh, 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 oh. Kannst du noch rumgehen, ne? Ja, ganz geil eigentlich. Müsste ich natürlich mal richtig erkunden. Problem ist. Muss ich die Scheiße hier weghauen. Weil in der Höhle hast du ja meistens. Na super. Spawn die Steine schneller nach. Auf jeden Fall eine fette Höhle, also Respekt. Kenne ich so auch noch nicht. Vor allem ging das ja dann noch ohne Ende weiter. Nebel. Aber Nebel macht die Höhle hell, oder was? Ist auch geil. Wäre eine Option. So. Ist da noch ein Eingang? Ja, setz was, Alter. Wenn du nur einen Stein hast. Jetzt so ein Ding, wo ich auch reinbauen könnte.
Sulfo oder was, ne? Mein Gott, ey. Aber da hinten siehst du auch noch was. Ja, ihr seht schon, ich drifte schon wieder voll ab hier, ne? Wie schon am Query, ey. Ja, könnt ihr euch mal töten? Dass ich absagen könnte, da stehen sie gegenüber einem Bär und einem Schwein, oder was? Aber hier ist auch Straße, ey. Ja. Zu viele Möglichkeiten hier gerade, Leute. Für mich. Könnte mich da in die Höhle bauen. Das scheint ja echt nur der eine Eingang zu sein. Was die Sache so und so interessant macht. Problem ist halt, man kann einen leicht auflauern, wenn wir da rein und raus gehen. Nur einen Ausgang haben. Also nichts mit Fahrstuhl und so. Auf der anderen Seite kann halt hier jemand kommt, echt nur von einer Seite kommen, ne? Wo es dann natürlich noch weiter ging dann. Hier hätten wir auf jeden Fall auch ein bisschen Holz. Waffenteile. Trinken ist auch gar nicht so verkehrt. Ab und wann mal ein paar Fässer kennen. Und Straße ist auch hier ringsrum. Da hinten, da waren die Dingens. Wollmütze. Dass er mir mal was gibt, was ich gebrauchen kann. Na, gib mal her. Ihr seht das Inventar schon voll, ey. Da ist auf jeden Fall nochmal ein Stein. Den muss ich noch mitnehmen. Oh, unser Dingen ist auch durch, aber es macht nichts. Wir haben eine gefunden. Sogar eine Fackel, ey. Seht ihr da schon die Straße? Ja, mich verwundert das immer wieder, wie, dass du immer noch so ruhige Ecken findest auf dem Server, wo so viele Leute drauf sind, ne? Hammer. Aber ich sag ja, Schnee. Das mögen viele halt einfach nicht. Ich mag's super gern sogar. Problem ist halt, ich bräuchte Stoff. Damit ich mal Tiere machen kann, damit wir uns einen Bogen machen können und dass wir uns einen Ofen stellen können. Ja, ist jetzt die Frage, wo bauen wir uns hin? Hier ist eine richtig geile Fläche. Hier weiß ich aber gar nicht, ob wir bauen können. Soll ich mal antesten. Wegen der Höhle. Und wir hätten halt die Möglichkeit zu sagen, ich, yo, wir knallen uns eine Vierer Foundation da unten in die Höhle erstmal rein. Oder halt zusätzlich, ne? Man kann ja hier oben was hinbauen und unten in der Höhle was hinbauen. Was natürlich einen riesigen, erstmal müssen wir gucken, ob wir hier bauen können. Was natürlich einen riesigen Vorteil hat, wenn du oben geradet wirst oder angegriffen wirst. Spawnst halt unten. Ja, es geht sogar, ey. Ich glaub's gar nicht. Ja, perfekt, ey. Ist natürlich dann nicht mehr so super nah hier an allen dran, ne? Aber hier werden wir vielleicht ein bisschen Ruhe haben. Hm.
So, jetzt muss ich erstmal hier irgendwas koordiniert kriegen, ey. Problem ist immer noch ein Tier. Ja, die Frage ist jetzt, baue ich jetzt hier oben zuerst oder baue ich erst unten was rein? Oder bauen wir doch da hinten auf diesen verkackten See? Den zugefrorenen. Weil da bist du natürlich von der Lage her ein bisschen zentral. Mal den nicht hier so ganz auf dem freien Feld. Bisschen zentraler. Also Option ist hier, hier. Oder hier. Hier wäre es natürlich super zentral zur Schüssel. Zum Schrottplatz. Straße ist auch direkt vor der Tür. Ach du Scheiße. Und bist du, Junge? Hau ab, ey. Jetzt ernsthaft? Hat er uns nicht gesehen oder was? Was war das? Hä? Oder hat der unsere Kisten leer geräumt, deswegen ist er vorbeigerannt? Der läuft weiter geradeaus. Bis hinten zum Query. Hä? Das habe ich auch noch nicht gesehen. Vor allem hier eine Prärie. Und dann ganz in Schwarz. Kurios, kurios, ey. Ja, schauen wir mal. Da lohnt sich schon richtig jetzt hier, wenn das einer findet. Ja, wir bräuchten natürlich noch. Oh, die Geräusche machen mich fertig. Holz. Der hat mich jetzt gerade da ein bisschen irritiert. Das alles mal hier rein. Weil er nicht wohin will, da ist er Richtung Query durchgezogen. Die Kisten stehen ja schon gut. Wie gesagt, da läufst du eigentlich nicht lang. Gut. Um die Folge zu beenden. Wir haben es in die Kisten gepackt. Ja. Ich kann mich einfach immer noch nicht entscheiden. Hier ist die Option ist natürlich von der Lage her Bombe, ne? Weil du hast es hier echt nicht weit. Hier? Ja. Dass der da gerade lang gelaufen ist, macht mich ein bisschen stutzig. Ansonsten, der Bauplatz wäre da auch nice, aber da hast du viele Bäume ringsherum, da hast du Steine und hast die Höhle halt, wo du dich auch noch was reinbauen kannst und wo du natürlich auch immer Steine hast, ganz wichtig. Ja. Wir werden jetzt mal schauen. Ja, ich muss jetzt einfach das Risiko gehen. Wie gesagt, die stehen ganz gut hier, die Kisten. Kann natürlich trotzdem sein, dass die hier irgendwann weg sind.
Mach mal so Risiko. Boah, da geht er gleich ab, seht ihr das? Minus 7. Bis 0. Hey, Brunnenstoff. Also hätten wir gerade einen Bogen gehabt, hätten wir den natürlich auch attackieren können. Dich mit dem Speer, ja. Also, da geht gar nichts bei mir. Ja, habe ich übrigens auch noch nicht gehabt. Ach so, ja Leute, die Folge ist lange durch. Ey, ich wollte schon mehr los smashen hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ja, ich weiß, ist gerade ein bisschen nicht so actionreich, aber gut. Müsste erstmal durch, bis wir Bauplatz haben, wo ich mir sicher bin und bis wir kleine Butze stehen haben. Aber wir werden jetzt ja immer los smashen hier ins Grüne rein und gucken mal, dass wir ein bisschen Stoff kommen. Ich denke, da werden wir ein bisschen Action kriegen. Also, bis zur nächsten Folge. Ciao.